Hi liebe Leute, ich bin heute hier im Trailpark Winterberg und mit meinem Enduro-Bike, Instinctive, kennt ihr ja, ich verlinke euch mal unten das Video, wo ich das gerade vorstelle. Und nasse Wurzeln sind halt während des Sommers auch häufig ein Thema und in der Wintersaison sowieso. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie ihr da sicherer, besser drüber kommt, was man nicht machen sollte und wenn ein bisschen was rutscht, wie man da reagieren kann. Nasse Wurzeln kennt jeder von euch. Leider liegen die nicht immer im günstigsten Winkel auf der Strecke. Das heißt, man kann nicht einfach wie einen querliegenden Stock einfach mal im rechten Winkel drüber, sondern oft sind die so ein bisschen quer und krumm. Und ihr seht das hier, wenn da schon viele Biker drüber gefahren sind, dann sind die auch ja, oft so glatte Stellen, als wenn da jemand irgendwie Wachs drüber geschmiert hätte. Und das ist natürlich auch viel eine mentale Sache, wie man da reingeht. Vom Setup auf jeden Fall Empfehlung, den Luftdruck abzusenken. Wenn es wirklich sehr rutschig ist, geht da wirklich stark runter. Also ich fahre 1,5, 1,6 Bar dann und das ist ja nichts Ungewöhnliches. Einfach damit ihr da die volle Traktion habt. Vorne immer ein bisschen weniger Grip als hinten. Ich mache mir in der Wintersaison so keine Matschreifen drauf. Ich fahre immer die gleichen. Das könnt ihr selber entscheiden. Aber ja, müsst einfach gucken, wie der Matsch ist. Ob es sehr klebriger ist, der die Reifen sehr zusetzt. Vielleicht dann nochmal sagen, den Trail fahre ich bei ganz schlimmen Bedingungen gar nicht. Zur Fahrtechnik. Ich verlinke unten mal das passende Video, wie man auf dem Rad stehen sollte, dass man einfach wirklich gut reagieren kann, dass man Pilot, der Passagier ist. Und da ganz wichtig jetzt auch nochmal hin bezüglich auf die Wurzeln, dass ihr wirklich schön mit den Füßen auf den Pedalen, also das Gewicht 50-50 auf beide Füße verteilt, den Lenker zwar schön in der Hand haltet, aber das Gewicht auf den Füßen ist. Also Light Hands würde man in Amerika sagen, weil dann kann das Rad sich besser unter den Wurzeln anpassen. Und wenn ihr nämlich anfangt, irgendwie da viel Druck am Lenker zu haben, dann kommt ihr schlechter über die Wurzeln und dann, wenn ihr wegrutscht, dann rutscht ihr am ganzen Gewicht, was ihr da schon drauf habt, weg. Also achtet darauf, wirklich Light Hands. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt von der Linienwahl? Weil oft ist es so, wenn man sieht, dass eine Wurzel, die wirklich sehr lang und sehr dick ist und rutschig, vielleicht kann man dann doch erstmal ein bisschen außen fahren, um dann einen anderen Winkel zu kriegen. Wenn man schon weiß, dass man, wenn man die geradeaus fährt, dass man einen sehr ungünstigen Winkel hat und dann wegrutscht. Das heißt, fahrt dann sehr vorausschauend. Je besser ihr fahrt, je mehr ihr schon gefahren seid in eurem Leben, desto besser funktioniert auch dieses Antizipieren und zu sagen, jetzt reagiere ich. Was man natürlich hier auch machen könnte, einen kleinen Trail-Bunny-Hop. Aber man kann auch die erste Wurzel so ein bisschen nehmen als kleinen Kicker. Und dann kann man auch manchmal rutschige Wurzeln überspringen und dann hat man auch das Risiko, dass man da wegrutscht, vermieden. Okay. Natürlich ist es so, dass nicht alle von euch Bunnyhop beherrschen. Vielleicht seid ihr noch am Üben oder ihr sagt, was ich fahre, da brauche ich eigentlich auch gar keinen richtigen Bunnyhop. Ganz klar, man kann auch mit Standardhop-Techniken, also sich klein machen, in die Federung reinpumpen und dann mit beiden Rädern abspringen kann man auch, wenn man jetzt so ein kleines Wurzelfeld überspringen will, wenn man genug Geschwindigkeit hat. Und was häufig auch geht, das werdet ihr merken, ist, dass man, wenn man das Vorderrad über die Wurzel sicher drauf hat und die steht nicht komplett schief, das Hinterrad kann oft noch gut rüberrollen. Wenn die natürlich sehr schief steht, dann könnte passieren, dass dein Hinterrad wegschmiert. Dann müsstest du entweder das Hinterrad auch mitziehen. Dann fährst du vielleicht eine kleine Kurve, damit das Vorderrad, das lupst du an und dass das Hinterrad im guten Winkel über die Wurzel rollt, ohne dass du wegrutschst. Ganz klar, der mentale Aspekt ist da mitentscheidend, weil wenn ihr schon vorher denkt, oh mein Gott, die Wurzeln sind nass und glitschig, da liege ich gleich, dann habt ihr die selbsterfüllende Prophezeiung. Das wird dann wahrscheinlich auch so sein, weil euer Körper geht dann in Flucht-Kampf-Modus, ihr seid verkrampft, euer Rad kann sich nicht gut unter euch bewegen und dann wird auch genau das passieren, was passiert, dann habt ihr ein kleines Trauma und jedes Mal an den nächsten Wurzeln, die so ähnlich sind, wird jedes Mal wieder ein krasser Stress ausgelöst sein. Was könnt ihr machen? Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, man sucht sich erstmal einen flachen Trail nasse Wurzeln und versucht sich ranzutasten. Ganz wichtig, mal das Rad so ein bisschen machen lassen. Nicht sagen, okay, die Linie
und nichts anderes, sondern sagen, okay, mein Rad fährt jetzt über diese ganzen vielen kleinen Wurzeln und es hüpft und springt ein bisschen umher. Manchmal rutscht das Vorderrad ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Das kann man alles noch locker ausgleichen. Und dann kann sich euer Kopf daran gewöhnen und ihr kriegt so eine Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und dann, wenn ihr mal bei den erfahrenen Bikern und Bikerinnen seht, was die alles also an nassen Trails und Wurzeln sicher fahren, klar haben die eine gute Fahrtechnik, aber meistens ist die sind sehr entschlossen, die wissen, was sie können. Die wissen auch, was sie reifen können, was der Grip kann. Und dann ist es, ja, in Amerika sagt man Commitment. Und ja, dann könnt ihr euch langsam steigern, dann auch in einem steileren Trail. Aber nicht sofort in einem steilen Trail mit einer Kehre und einer nassen Wurzel. Das wäre dann zu viel und man ist schnell blockiert. Was auch mal passieren kann, dass hier in einem steilen Trail auf einmal so eine kleine Passage habt, wo ganz viele kleine nasse Wurzeln sind. Also wirklich so wie so ein kleines, richtiges Wurzelfeld. Und da ist es ein bisschen ähnlich wie bei einer Eisplatte, dass man sagt, lass dein Rad machen. Ich würde vermeiden, zu bremsen und zu lenken. Und wenn man weiß, okay, nach der letzten Wurzel, da sieht es wieder nach Erde aus, dass ihr ein bisschen mehr Grip, dass du dann halt aufhängst zu bremsen. Weil die Gefahr, dass dein Vorderrad wegschmiert, weil du in dem Wurzelfeld mit der vorderen Bremse auch gebremst hast, ist wirklich real. Deswegen, das könnt ihr noch beachten. Und dann habt ihr auch nicht das Risiko, dass ihr da ganz unerwartet wegrutscht vorne. Eine wichtige Sache, es wird auf jeden Fall passieren, dass euer Vorderrad ab und zu mal so ein ganz Stückchen wegrutscht. Aber ohne, dass ihr stürzt. Je mehr Erfahrung ihr habt als Fahrer, eure Koordination, eure Bike-Skills sind schon gut, desto weniger werdet ihr einen Schock bekommen. Die ersten Male erschreckt ihr euch richtig krass, weil ihr denkt, oh mein Gott, das war ja schon fast ein Sturz. Aber eigentlich, um bei nassen Wurzeln, bei den Bedingungen zu fahren, gehört das wirklich mit dazu. Manchmal sind das wirklich, boah, wo du denkst, ganz 20 cm, 30 vielleicht mehr, wo du denkst, wuh. Aber dann Kontenance bewahren, der Körper gleicht das automatisch aus und ihr werdet merken, selbst daran kann man sich gewöhnen und irgendwann macht es auch Spaß. So, also eine gute Wurzelbehandlung, nicht nur beim Zahnarzt, auch auf nassen Trails, gehört zum Biken dazu. Viele haben da negative Erfahrungen gesammelt, deswegen auch so kleine Blockaden. Tastet euch Schritt für Schritt heran und was ich immer empfehle, filmt euch ruhig mal ab, wenn ihr so richtiges Wurzelfeld habt. Könnt ihr euer Handy an die Seite legen oder wenn ihr mit mehreren Seiten ist, euch mal gegenseitig filmt und mal guckt, funktioniert die Körper-Bike-Trennung, bewegt sich das Rad gut unter euch, wie sieht eure Haltung aus, einfach das mal zu kontrollieren, weil oft fällt einem da was auf, was man noch verbessern kann, am vorderen Fuß, dass die Ferse hängt und ja, dann könnt ihr über Linienwahl quatschen und so, zusammen lernen, macht Spaß. Wenn euch das gefällt, das Video, lasst gerne ein Abo da und ein Like oder gebt einen Kommentar. Und ich freue mich drauf, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!